Hallo, in diesem Video möchte ich dir einmal zeigen, wie du mit dem Schleifstein deine Sachen schärfen kannst. Und zwar gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder die Sachen liegen vor dir, so wie jetzt hier auf dem Tisch, dann hältst du gedrückt das F und klickst auf Reparieren. Dafür musst du in deinem Inventar natürlich den Schleifstein erstmal haben. Das ist dieser hier. Und da siehst du jetzt, die Säge hat jetzt 100%. Entweder ich kann halt dort gedrückt F halten oder ich kann hier oben einmal mit Rechtsklick draufklicken und auf Reparieren drücken. Da sehen wir, von 27% sind wir jetzt bei 100. Mit Doppelklick kann ich die Sachen wieder ins Inventar reinnehmen und kann auch, wenn die im Inventar sind, rechtsklicken. Ach, mein Schleifstein ist nun leer. Aber das ist kein Problem. Wir holen Güste einen neuen Schleifstein und dann kann ich dir das nochmal kurz zeigen, da das im Inventar das gleiche Prinzip ist. Im Werkzeugschrank lässt sich sicher noch ein Schleifstein finden. Da ist er schon. Und wenn ich jetzt hier auf die Axt mit Rechtsklick drücke und Reparieren auswähle, dann sehen wir, dass von 49% wir nun auf 100% springen. Und das gleiche kann ich auch nochmal hier beim Küchenmesser zeigen. Das ist eigentlich alles total einfach und funktioniert wunderbar. Jetzt ist der Schleifstein natürlich leer, also haben wir nicht alles reparieren können. Habe ich hier zufällig noch einen? In dem Schrank nicht mehr. Dann schauen wir nochmal im zweiten Schrank. Nein. Aber du hast das Prinzip gesehen. Es ist eigentlich total einfach, diesen Schleifstein zu benutzen. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.